Apple und Google haben jetzt erstmals gezeigt, wie eine Tracing-App aussehen könnte, mit der die beiden Firmen hoffen, die Ausbreitung des Coronavirus eindämmen zu können. Sie legen die technische Basis in ihrem Betriebssystem, also in Android und iOS, und messen dabei per Bluetooth-Funk, welches Gerät wie lang sich in der Nähe eines anderen Geräts aufgehalten hat. Diese Daten werden dann anonymisiert und auf den Geräten gespeichert. Das heißt, es landen erstmal keine Daten an irgendwelchen zentralen Speicherorten. Später werden die Daten dann mit einer Datenbank abgeglichen und man wird informiert, wenn man Zeit mit jemandem verbracht hat, der sich in der App ebenfalls als infiziert gemeldet hat, sodass man dann weitere Maßnahmen einleiten kann. Apple und Google haben jetzt diese Plattform vorgestellt, bieten sie an, sodass Gesundheitsbehörden Apps programmieren können, die dann eben diese Funktionalität zur Verfügung stellen. Das heißt, hier in Deutschland gibt es derzeit noch keine Tracing-App, die von den Gesundheitsbehörden angeboten wird. Die technische Basis dafür ist jetzt aber gelegt und wir konnten eben schon mal sehen, wie das aussehen könnte später. Wie das endgültige Design aussehen wird, entscheidet dann natürlich die Gesundheitsbehörde, die jetzt im Zugzwang ist, diese Apps zu entwickeln. Bis wann das dann fertig ist, kann man momentan nicht absehen. Ich gehe aber davon aus, dass das sicherlich noch einige Wochen dauern wird. Letztlich ist jetzt aber mal eine Grundlage geschaffen und diese Tracing-Apps können, das zeigt eine Studie der Universität Oxford, genauso effektiv gegen Corona schützen, wie es Masken tun. Die Voraussetzung ist allerdings, dass sehr, sehr viele Menschen diese Apps benutzen und natürlich auch auf ihrem Handy aktiv haben, Bluetooth eingeschaltet haben und sich natürlich auch an die Maßnahmen halten, die diese Apps dann empfehlen.